Hallo ihr Lieben, wir sind wieder in Fort Pinter mit Frosty und mit unserer Buffy und es ist leider schon etwas wieder später, so dass ihr eine Abendaufnahme bekommt. Ja, wir haben drei Quests zu erledigen. Einmal müssen wir zu James, der hatte ein Zeitsymbol. Dann müssen wir zu Emma, die wir ja in der letzten Folge abgesetzt hatten im Fischerdorf. Da müssen wir wieder hin. Die hat auch ihr Zeitsymbol weg heute. Und wir müssen mit Karin an unserem Stall in Golden Hills noch sprechen. So, und James, der hatte uns hier geholfen mit der Flaschenpost. Er erinnert euch an die Flaschenpost, wo es darum ging, dass Lenden einen Brief bekommen hatte, der Schäfer oben. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sprechen mal mit James. Hallo, James. Nein, leider ging es immer noch nicht weiter. Die Flasche ist zurückgekommen, Celine. Wie, die ist zurückgekommen, James? Die Ebbe hat die Flasche nicht aufs Meer hinausgespült. Dafür kam sie wieder zurück an Land. Ich habe sie eingesammelt. Ich weiß aber nicht, was wir jetzt machen sollen. Wie sollen wir die Flasche ins Wasser werfen, so dass sie aufs Meer hinausgezogen wird? Ja, James, ich weiß es nicht. Die Flasche schießen? Ja, also genügend Kanonen haben wir hier ja. Aber glaubst du, dass die immer noch funktionieren? Na gut, dann probieren wir das mal aus. Oh je, Leute. Oben im Turm über der Disco steht ein altes Fass mit Schießpulver, das wir benutzen können. Hol ein wenig Pulver und schaue nach, welche Kanone am besten erhalten ist. Ja, James, dann wollen wir mal darüber reiten. Das ist jetzt natürlich gut. Was hat er gesagt? Ich habe vorhin extra nochmal geguckt. Er hat gesagt, wir sollen Schießpulver holen, oberhalb des Turmes über der Disco. Ich nehme mal an, was auch immer er jetzt meint. Was meint er denn oberhalb der Disco? Er meint wahrscheinlich das, schätze ich mal, weil hier ist ja auch noch ein Turm. Und dann sollen wir erstmal wiederkommen, hat er gesagt. Also ich gucke jetzt erstmal oberhalb der Disco und ich lasse Frosty hier stehen. Ihr könnt mit eurem Pferd hier hoch. Ich mache das aber jetzt nicht. Ich nehme einfach nur Buffy mit. Komm, Buffy. Und hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht von der Wendeltreppe runterfallt, weil wenn euch das nämlich passiert, ihr Lieben, dann könnt ihr euch da eigentlich nur noch nach Hause porten lassen. Ne, weil dann ist es nämlich gelaufen. Ja, und wir sind gar nicht im Turm, wir sind nur oberhalb der Disco auf dem Gang. Aber macht nichts. Hier ist auf jeden Fall unser Pulver. Wir haben's. Wir gehen wieder zurück zu James, ihr Lieben. So, wir haben alles, ihr Lieben. Ja, weil wir wissen ja nicht, wie lang das geht. Ne? Wir haben ja jetzt hier drei verschiedene Orte abzuklappern. So, James, bitteschön. Hier ist das Pulver. Gut. Jetzt sind wir bereit, die Flasche zu schießen. Ich hoffe, es funktioniert, ohne Fort Pinter dabei in die Luft zu springen. Meine Versicherung würde das nie bezahlen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oh je, James. Ja gut, okay, wir können das ja mal versuchen. Jetzt weiß ich's. Die Kanone im Turm. Oben im Turm über der Disco gibt es eine Kanone, die perfekt ist, Celine. Sie zeigt direkt aufs Meer hinaus und ist gar nicht verrostet. Wie man dorthin findet, reite die Mauer hoch und nimm die Treppen zur nächsten Etage. Dort steht eine alte Kanone. Schieße damit die Flaschenpost weg und komm dann zu mir zurück. Viel Glück. Leute, und das sind immer so ganz präzise Anweisungen. Ja, jetzt ist natürlich lustig. Vielleicht meint er das hier oben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da oben aber auch schon. Da habe ich auch Kanonen stehen sehen. Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden jetzt ein bisschen hier rumlaufen und suchen. Egal. Ja, und wenn wir suchen, ne, dann filme ich das natürlich mit, damit ihr auch wisst, wo ihr hinlaufen müsst, falls ihr das Video braucht, um euch zu orientieren. Wir gucken mal als allererstes. Da er so komische Anweisungen gibt. Ich weiß, er sagte über der Disco. Aha, alles klar. Und gut, dass wir stehen geblieben sind, seht ihr? Ja, es glitzert, ne? Ja, ich wäre jetzt hier hochgelaufen. Ich glaube, da standen auch noch mal Kanonen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine aber doch. Ich meine doch, Leute. Ach, man hat hier ab und an. Ich weiß das eigentlich deshalb, weil man hat hier ab und an, wenn hier der Pferdemarkt ist, dann hat man hier oben was zu tun, ne? Oberhalb der Disco. Da muss man hier manchmal hoch. Ja, und wie gesagt, ich meine nämlich, ich hätte da hinten welche gesehen. Und ich glaube, wir sehen es auch von hier aus. Da sind nämlich auch Kanonen? Oder ist das jetzt ein Fernglas? Ich weiß es nicht. So, wir gucken mal. Ach ja, und wir brauchen natürlich das Kanonenpulver, meine Güte. So, Buffy ist auch schon ganz begeistert. Ja, Buffy, ganz ruhig. Buffy, wir machen das jetzt. Die schnüffelt schon, ne? So, ja, wunderbar. Was machen wir noch? So, nee, Moment. Jetzt müssen wir nach vorne. Ja, was müssen wir hier haben? Hier brauchen wir die Flasche. Buffy, kommst du wohl von der Kanone? Also, Buffy, jetzt sitzt sie oben auf der Kanone. Kommst du wohl runter? Komm mal runter, Fräulein hier. Komm runter, das ist doch viel zu gefährlich. Mensch, muss ich denn erst schimpfen? So, Inventar können wir auch wegmachen. Und jetzt werden wir mal hier abdrücken. So.
Leute. Aha, alles klar. Habt ihr das gesehen? Ja. Und Kavum. Juhu, ja, das ist ja mal der Burner, ihr Lieben. Schön. So, wir haben es geschafft. Ich nehme an, das sieht man immer von hier oben ganz schlecht. Ich nehme an, dass wir wieder zurück zu James müssen. Wir gucken mal. Jawohl, richtig geraten. So, James, wir haben alles abgefeuert. Wow, Celine, bumm hat es gemacht. Was für ein Knall. Guck, durch mein Fernglas kann man sehen, dass die Flaschenpost bereits in Richtung Horizont verschwindet. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die Flasche auch bei Lendens alter Liebe ankommt. Ja, dann hoffen wir das Beste, James, ne? Du solltest vielleicht zu Lenden reiten und ihm berichten, was passiert ist. Er ist sicher sehr neugierig. Ja, das könnte sein. Das werden wir auch machen, mein Guter. Mach's gut, Celine. Ja, du auch, James. Wir sehen uns bestimmt mal wieder. Super, Leute. Und wenn wir das machen, dann bekommen wir. Guck mal, was wir dann bekommen. Dann bekommen wir eine Versandhandeldecke. Ist doch auch schon. Die hat zwar jetzt nicht so viele Werte, aber ist ja egal. Wir sammeln ja hier Equipment und deswegen, wir machen uns auf die Socken zu Lenden. Und werden uns dann auch gleich direkt mit ihm unterhalten. Ne? Und ja, ihr werdet das gleich sehen. So, ihr Lieben, und hier sind wir wieder. Wir sind hier wieder auf den Silverglade-Feldern bei unserem Lenden. Und zur Feier des Tages wird sich Frosty natürlich jetzt verwandeln, genau in diesem Augenblick. Tada, tada, da, da. Und Buffy guckt wieder völlig desinteressiert. Sie stört das überhaupt nicht. Und Frosty stört das auch nicht. Er fängt erstmal an zu fressen. So, wir unterhalten uns jetzt hier erstmal mit Lenden. So, Lenden, wir haben da eine Flaschenpost erfolgreich abgeschossen. Hallo! Ach, danke, Celine. Schlau, die Flasche wegzuschießen. Ich hoffe nur, dass die Flasche schneller ankommt als ihre. Und du, aus Dank möchte ich dir diese Decke schenken. Ich habe diese per Post bestellt und dachte, dass ich sie für meine frisch geschorenen Schafe benutzen kann, damit sie nicht frieren. Sie frieren aber nicht, deswegen brauchen wir die Decken nicht. Nimm du sie. Sie wird toll auf Frost Spirit aussehen. Naja, ja, danke schön, Lenden. Tschüss. Ja, tschüss. So, wunderbar. Und ihr seht, da ist nichts mit Zeitsymbol, so wie ich das hier sehe. Und wir haben eine Decke und die haben wir schon an Frost Spirit gesehen. So doll war das jetzt nicht. Also in dem verwandelten Fell wird das wahrscheinlich nicht ganz so gut aussehen. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen. So, ihr Lieben. So. Ja, passt nicht so ganz farblich, ne? Naja, egal. Man kann nicht alles haben. So, dann hatte ich euch ja gesagt, wir haben auf jeden Fall noch was bei uns am Stall zu tun. Das Gute ist, ich kann dahin porten, ihr Lieben. Wir werden eine kurze Überblende wieder machen und dann sehen wir uns jetzt gleich direkt an unserem Stall und gucken mal, was da Karin noch für uns hatte, bevor wir uns damit Emma beschäftigen. Und hier gab es auch keine weitere Folgequest bei Lenden. Also ich denke, das wird vielleicht noch dauern. Vielleicht erfahren wir was. Vielleicht erfahren wir es auch nie. Keine Ahnung. Wir werden sehen, ihr Lieben. Bis gleich. So, Leute, ich muss immer dran denken, dass ich in diesen zusammengewürfelten Folgen mit so verschiedenen Questreihen, dass ich da weniger plapper, damit wir nicht so ein langes Video bekommen. So, Karin, Karin, du hattest auch noch was, ne? Vielleicht irgendwas mit den Goldblättern, da hattest du doch, ne? Wir hatten ja für sie Goldblätter gesucht. Die Preise sind fertig. Zeig mir nun, dass du eine richtig gute Zeit auf der Bahn erzielen kannst, damit du ein wohlverdientes Goldblatt von mir bekommen kannst, Celine. Viel Glück. Oh ja. Oh ja, das macht Spaß. Und da kriegen wir für Frosty, kriegen wir auch noch hier. Frosty hat da überhaupt gar keinen Bock zu, ne? Frosty, wach werden hier, Mensch, es geht schon los. Kriegen wir für ihn auch noch Erfahrungspunkte. Das ist natürlich genial. Sowas finde ich mal klasse. Und die Bahn kennen wir schon, weil wir die ja schon freigeschaltet haben. Wir trainieren da nämlich schon regelmäßig seit einiger Zeit drauf. Deshalb, Frosty gibt alles hier. Wir brauchen eine gute Zeit, ne? Ja, ist doch genial. So, wir dürfen das jetzt hier testen. Und bis jetzt sieht das alles noch ganz gut aus, ihr Lieben. Bis jetzt sieht das alles noch sehr gut aus. So. So. Ja, hier ist immer so ein bisschen kurvenreich. Aber ich habe aber heute auch ein ganz gutes Outfit an. Ne? Bis auf, dass ich keine Handschuhe und keinen Helm habe. Das hat ganz gute Werte. Da kommt man dann auch besser um die Kurve, weil sonst ist Frosty ja ab und an mal so ein bisschen. Hätte ich mal nichts gesagt, Leute. Hätte ich doch nichts gesagt. Wie so ein LKW ist er, ne?
Ja, manchmal. Und oder ich passe halt nicht auf und dann ist er auch wie ein LKW, weil ich hier irgendwie zu spät die Kurve gekriegt habe, so wie jetzt, ne? Ach ja, aber ist ja egal. Ne? Dabei sein ist alles, ne? Es geht ja um nichts, ne? Natürlich weiß ich, dass es immer Leute gibt, die sind einfach viel besser, die haben den Ehrgeiz, ne? Und macht ja auch Spaß, ne? Und ich kann mir auch gut vorstellen, ne, dass man da also wirklich Ehrgeiz entwickeln kann, wenn man sich so sagt, ach, ich will hier immer besser werden, aber ich selbst habe halt den Anspruch nicht, mir ist das egal. Ich bin da eher so storylastig unterwegs, mich interessiert mehr die Geschichte und die Rennen mache ich auch super gerne mit, aber ich bin da jetzt nicht total verzweifelt, wenn das hier, wenn ich nicht die beste Zeit habe. Also da bin ich, glaube ich, zu unehrgeizig in diesem Spiel. So, wir haben es aber geschafft, ihr Lieben, und jetzt können wir da nämlich mal hinreiten. Ja, tolle Sachen machen wir heute hier. Mann. So, Karin, wie waren wir denn? Ging das einigermaßen? Ich meine, wir sind ja ein bisschen hängen geblieben mit unseren kleinen Frosty hier. Wow, das sah gut aus, Celine. Es gibt keinen Zweifel daran, dass du dir einen Preis verdient hast. Das Goldblatt, bitte sehr. Du kannst dein Pferd mit diesem prestigevollen Preis dekorieren. Dann werden alle wissen, was du hier geleistet hast. Och, das ist aber nett, Karin. So wunderbar. Ja, und ach, guck mal, wir haben einen Goldblatt. Sollen wir das denn mal für diese Folge einfach anheften? Das passt wahrscheinlich nicht so ganz, aber wir haben uns das ja schwer erarbeitet, ihr Lieben. So. So, jetzt seht ihr das auch mal. Hier ist das Goldblatt. Ja, wunderbar. Also Frosty beeindruckt das nicht. Ich finde es ganz hübsch. Ich finde, das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht zu uns, aber ist egal, wir lassen das dran. So, und dann, ich gucke nochmal, ob es eine Folgequest gegeben hat. Dann kann ich euch das auch gleich sagen. Nein, Leute, hat es nicht. Ne? Das heißt, wir müssen zu Emma. Wir haben die ja abgestellt an dem Shop. Ne? Und ja, das ist tatsächlich, das sind drei kurze Aufgaben, die tatsächlich ohne Zeitsymbol vielleicht enden. Wobei bei der dritten wissen wir es ja noch nicht. Ne? Ich gehe aber jetzt mal davon aus, weil die beiden ja auch so geendet sind, gehe ich davon aus, dass das mit Emma jetzt vielleicht genauso ist. Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Ich weiß es nicht. Wir werden gleich sehen. Ja, und da ist die Gute, ne, und ist wahrscheinlich fertig mit ihrer Shoppingtour. Hui, Emma, ich meine, hi, ne? Also ihr wisst ja, ne, die quietscht immer wieder rum. Jetzt habe ich so viel gekauft, dass mir schwindelig ist. Dieses Mal werde ich dir sehr großzügig bezahlen, Celine. 10.000 Jorvik-Schillinge. Ich hab, es scheint, als hätte ich nur 70 Jorvik-Schillinge. Es ist teuer, hier shoppen zu gehen. Aber da du ja meine beste Freundin bist, bringst du mich bestimmt trotzdem. Hilf mir rauf und los geht's. Iha! Ja, supi. Ja, dann. Ja, supi, Leute. Klasse. So, hopp. Und ja, wir sind jetzt irgendwie mit Emma befreundet. Ob ich das jetzt gut finden soll, weiß ich nicht. Und wir müssen die jetzt erstmal wieder nach Hause bringen. Ihr Lieben, wir werden das jetzt, ihr könnt euch das jetzt nochmal anhören, ne? Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist ja, dass hier unser Frosty jetzt so richtig, richtig schnell laufen kann inzwischen. Also so einigermaßen, ne, sodass wir jetzt auch nicht so einen super weiten Weg haben. Ja, dann reiten wir jetzt mal einfach mal nochmal hier lang mit unserer Emma. Na, dann könnt ihr euch auch ihre Freudenschreie nochmal anhören. Ich will euch das ja nicht unterschlagen, ihr Lieben, ne? Emma. Also wenn sie das wieder so macht wie beim letzten Mal, dann werden wir auf jeden Fall ein Hui definitiv dazwischen haben, nämlich mit unserem Spalt. Ich drücke natürlich nicht mit Absicht auf die Leertaste. Ich will eure Ohren schonen, ihr Lieben. Ja, und ihr könnt auch nochmal die wundersame Verwandlung hier von Frosty, könnt ihr beobachten. Das ist ja mal schick, ne, bei den Urpferden, dass die das so können. So, Achtung. Achtung, wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Wo muss sie denn überhaupt hin, meine Güte? Wir haben sie ja hier irgendwie aufgegabelt. Die musste, glaube ich, zurück zur Reithalle, ne? Hatte sie doch, glaube ich, erzählt, dass sie von der Halle kam. Na, egal. Egal, Leute. Egal, Leute. Ich wollte euch das Hui auf jeden Fall zeigen und danach, ne, blende ich über. So. Jawohl. Ich würde sagen, damit das nicht zu lang wird, ich blende beim nächsten Hui ein, aber ich glaube, es kommt keins mehr. Ich kann euch beruhigen. Und wir sehen uns dann gleich an Ort und Stelle mit Emma. So, Leute, das sieht ganz danach aus, als wäre der Endpunkt an der Reithalle. Ja, wir lassen uns überraschen hier, ne? So, hier muss sie hin. So, wunderbar. Ich freue mich ja, dass es dir Spaß gemacht hat, liebe Emma. Und ach, guck mal, irgendwie hat unsere Alex den Standort verändert. Ist ja ein Ding. So, Emma. Emma, ich hoffe, du hattest Spaß ohne Ende hier mit uns. Wir haben dich ja gerne mitgenommen und ja, schönen Tag noch, ne?
Danke, Celine. Wie schön, dass ich nicht laufen muss. Du hast es gut mit deinem Pferd. Ich habe Kleider gekauft, die mindestens 10 Tonnen wiegen. Du hast es gut mit deinem Pferd, das dir immer hilft. Du bist der schönste Frostspirit. Ja, mach's gut, Celine. Wir sehen uns. Ja, das glaube ich auch. Oje, und jetzt hat Emma ein Zeitsymbol, ihr Lieben. Ich glaube, wir müssen dann morgen mit Emma weitermachen und gucken mal, was passiert ist. Wir haben eine neue Aufgabe. Seht ihr das? Wir haben da hinten auf jeden Fall die gute Alex. Und das ist die Soul Rider Quest. Das heißt, ihr könnt euch freuen. Das machen wir demnächst, ne? Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind wieder ein ganz kleines Stückchen weitergekommen. Wir haben wieder ein paar Jorvik-Schillinge verdienen können. Die werde ich jetzt auch ausgeben, denn Emma hat mich mit dem Shoppen jetzt angesteckt. Und ich habe mir überlegt, ja, ich weiß, Frosty, ich weiß, es ist furchtbar. Ich bin ganz schlimm. Er schüttelt nur noch mit dem Kopf. Ich glaube, er findet das alles überhaupt nicht gut. Na, und will, glaube ich, einfach nur noch fressen. Ja, ich werde mir auf jeden Fall jetzt auch irgendwas zum Anziehen kaufen. Das kommt jetzt davon. So, ihr Lieben, ich wünsche euch aber einen schönen Tag und ja, macht's gut und wir sehen uns morgen. Tschüss!